Was er, Leute, hier ist wieder Dracklandis mit Let's Play Metal Gear Solid 4. Im letzten Part haben wir eine glorreiche Schleich- und nicht zu vergessen Erklärungstour unternommen. Und auch in diesem Part wird uns das jetzt winken, denn im nächsten Part, nein, in diesem Part werden wir noch eine Cutscene am Ende genießen, wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Nun gut, und dafür werden wir uns bewegen. Außerdem hatte ich im... Rolling can help you dodge enemy attacks and get past small gaps and obstacles. Außerdem hatte ich im letzten Part auch einen irre Schreckmoment, den ich jetzt so gar nicht mehr haben will. Ich hoffe, dem können wir entgehen. Ja, bloß deine Einbildung. Da war nämlich eine Wache, die mich gesehen hat. An diesem Ding, was manchmal ertönt, kann man das nämlich hören. Ich hoffe, diese eine Wache hat nur nicht wieder meine Fußschritte gehört. Fußschritte. Ja, meine Füße streiten sich. Da haben wir einen Playboy. Verdammt. Jetzt habe ich es nicht durchgelesen. Ist egal. Werden wir schon noch, oder? Ich kann ihn ja einfach mal zeigen. Stimmt. Der Playboy ist ja lustigerweise als Waffe angezeigt. So. Playboy. Ein Magazin für Erwachsene. Stressbewältigung für Männer auf dem Schlachtfeld. Es stellt zunächst Psyche wieder her. Geeignet zum Ablenken von Gegnern, um vorbeizuschlüpfen. Statt man es aus der Beobachtungsperspektive an, steigert dies die Kurioserweise ist Snakes Psyche auch so. Und da haben wir die, Dings da. Playboy Entertainment for Mans. The Babes of the World's Top PMC. Also die Frauen der... Weltelite der Private Military Corporations, also privaten Militärunternehmen. Dann Games and Beyond. Hideo Kojima wurde zu Games and Beyond interviewt. Und dann haben wir da noch Nano Boost on Nano Burst, the truth behind Nanodrome. Also wird wahrscheinlich eine Krankheit sein, hervorgerufen durch Nanomaschinen. Gibt es einen Boost oder ist das eher ein Fluch? Also Segen oder Fluch würde das so heißen. Und dann noch The Best FPS of the Year, der beste First-Person-Shooter des Jahres. Can you believe we used to pay for these things? Könnt ihr glauben, dass wir für diese Dinger tatsächlich bezahlt haben? Und nicht vergessen, Sadistic Jokes becomes Primetime Sensation, nämlich Seventh Circle. Also irgendein sadistischer Witz hat, ja, für große Unterhaltung gesorgt. Gucken wir uns gleich noch an. Jetzt erstmal müssen wir noch ein bisschen weiter. Hoffentlich hat mich die eine Wache dort nicht gehört. Ich schleiche jetzt mal so, nur um sicher zu gehen, dass ich jetzt keine Fußtritte vom Stapel lasse. Na los. Wir können uns nämlich hier in Beobachtungsperspektive auch noch umsehen. Und da die Wache dort nicht ist... Wow, das war aber knapp. Kann ich mich jetzt so bewegen. Wir können sogar die Fußschritte der Wache sehen. Guckt euch das mal an. So, ganz langsam. Den Stick nicht zu hart bewegen. Sonst wird er uns nämlich hören. Und dann haben wir schlechte Karten. Nichts anderes als schlechte Karten. Da hinten haben wir drei Spindel, da gucke ich gleich auch noch rein. Aber im ersten muss ich erstmal die Spucke von meinem Mikro wegwischen. Nein, nicht Mikro, sondern Popschutz. In der Zeit kommt der dann gerade zu mir. Und... Pretty held up, huh? I got a few other jokes for you. Wir können ihn... Items entlocken. Zum Beispiel eine Blendgranate. Eine Granate, die einen intensiven Lichtstrahl und Lärm abgibt, um den Feind vorübergehend zu betäuben. Oder ohnmächtig werden zu lassen. Und wenn wir fertig sind, kneifen wir ihm noch die Eier ab, um ihn ohnmächtig zu machen. Und dann zu erledigen. So, jetzt kann ich mich hier auch ein bisschen besser bewegen. Weil er war die letzte Wache in dieser Umgebung. So weit, so gut. Okay. Die Ration ist voll... Okay. Ich will auch mal Rationen auswählen. Nicht, dass wir entdeckt werden sollen, aber es könnte ja sein. So, im rechten Spind haben wir übrigens nichts, im linken Spind ist Regain. Zu dem Playboy komme ich später noch drauf zu sprechen, dass wir dort alles machen können. Regain. So, da müssen wir mal gucken, wie ich jetzt hier aus diesem Gebäude rauskomme. Die haben schöne Tapeten, muss man sagen. Ich finde diese Tapeten so rotzig. Der dort hinten wird mich nicht bemerken. Nur hier vorne habe ich jemanden, der da eventuell zu fähig sein könnte. Er steht gerade da hinten, aber er wird gleich zu mir kommen. Ich muss nur aufpassen, dass die Wachen dort hinten nicht auf mich zukommen. Den Pattern, also dem Moveset, die Bewegungen von dem anderen habe ich nämlich im Blick. Dort links haben wir gar nichts mehr außer so einem Jeep. Und da wollen wir natürlich nach Möglichkeit nicht hin zu diesem Jeep. Na los, Jeep, Jeep. Wir werden gleich übrigens
rüberkriechen und uns nicht bewegen, weil es gibt dort einen, der uns immer durch so ein Fenster beobachten und sehen kann. Also das ist ganz schön riskant, dort lang zu gehen. Das war nicht so gut, aber er wird lange genug hier in der Umgebung bleiben, sodass ich ihn einen Körper verpassen kann. Was ich damit meine, werdet ihr gleich sehen. So, wir bleiben erstmal hier, nehmen die Tarnung an, damit er uns auch möglichst nicht sieht. 75% ist allerdings nicht das Gelbe vom Ei, allerdings immerhin das Weiße vom Ei. Und das ist doch schon mal etwas. So, und Körper. Da, verstanden? Weil er sich so auf die Schnauze legt. So, jetzt bloß nicht aufstehen. Wir können uns hier zur Seite rollen. Bloß nicht aufstehen, meine ich, weil es gibt überall Gegner, die uns sehen können. Und da werden wir jetzt ganz langsam und allmählich dran vorbeischleichen. Zum Beispiel auch der dort könnte uns jederzeit sehen. Aber das wird er jetzt gerade nicht. So, die Betonung liegt aber nur auf jetzt gerade. Das ist das Problem. So, wir gehen höher, wir gehen höher. Und die Frage ist, wer könnte mich von hier aus sehen? Wir können hier über diese Planke stapfen. Und das Problem ist, es gibt dort jemanden, der mich jederzeit sehen kann. Deswegen schnell wieder runter. So, geschafft. Und hier lang schleichen. So, okay. Das war der gefährlichste Abschnitt hier im ganzen Sektor, den ich geplant habe zu durchlaufen. Dort haben wir ein paar Sachen, unter anderem wieder einen Playboy und Instant-Nudeln. Dampfend heiße Tasse Instant-Nudeln. Einfach kochendes Wasser zugeben, ziehen lassen und genießen. Und das nächste Gute ist ja auch noch, wenn wir uns die gleich angucken hier, die Instant-Nudeln. Also, da ist der Objektviewer. Da! Guckt euch das an. Die haben außerdem das Konami-Symbol. Guckt euch das an, das ist Foxhound. Hauptsache, das müssen die noch in die Instant-Nudel einprogrammieren. Ach, schön. Ich liebe Hideo Kojima und seinen Humor. Ich hoffe, in Ground Zeroes bzw. The Phantom Pain werden wir genau sowas wieder zu sehen kriegen. Schön. Ups. Und wieder runtergehen. Bitte habt nichts gehört. Ich gehe jetzt hier hin, um von dieser Schrittstelle wegzukommen, die er gehört hat. Oh, da hinten ist noch jemand. Das könnte böse ausgehen. Hoffe ich auch für dich. Wir? Wer ist wir? Ich hätte ihn jetzt jederzeit stunnen können, aber das war mir einfach viel zu gefährlich. Scheiße. Weg da. Ah, verdammt. Ah, runter mit dir. Es kann ja nicht alles perfekt gehen. So, das Problem, was wir jetzt haben, ist, wir müssen uns jetzt zu der Stelle kämpfen, wo ich das Video beenden wollte. Und das wird nicht schön. Die Frage ist, wo war das hier auch nochmal genau? Ach, genau da. Wir sind schon fast da. Ich hab genug Leben für euch alle. So. Ach, verdammt. Lass mich jetzt vorbei, aber es kann ja auch nie etwas perfekt laufen. Alge. Da sind wir. Snake, it's me. Huh? Otacon. Sorry to keep you waiting, Snake. Allow me to introduce Metal Gear Mark II. Metal Gear? That's right. Just like Rex. But this gear's not a weapon. It's a remote mobile terminal designed to provide you with operational support. Where are you?
I'm in the Nomad. Where else? I'll be watching you through the Mark II. Wish I was good with gadgets. Hey, I'll be with you in spirit. Anyway, because you had to dress up as a militiaman, I had the Mark II bring you some goodies. Starting with this. Put it on your left eye. Looks like an eye patch. I call it the Solid Eye. It's an all-purpose goggle that displays radar images and other data in 3D. You can also switch it over to light-amplifying night vision. The rebels are out there. It looks like they've got the government's PMC troops beat. At least in numbers. And this is their home turf. Snake, I know this is a sneaking mission, but you'll need to protect yourself. An operator. I installed a suppressor. And here's a tranquilizer gun. Thoughtful. It predates the implementation of the system. By some miracle, it was never recycled. It's getting tough these days finding decent guns that aren't controlled. You coming? Of course. I'll follow you wherever you go. Like this. I'll activate stealth so it doesn't attract any attention. If you need it, just bring up the start button menu. Got it. Snake, the informants who said they saw a liquid here should be a little further up. Head for the rendezvous point. I've placed a mark on the radar in the upper right corner of the Solid Eye. It's a war zone out there. Stay on your toes. Damit werde ich den Part allerdings ein Ende machen. Nur ein paar Sachen. Warum hat Otacon den Mark II so individuelle Bewegungen gegeben? Und wie kann er diese bitteschön steuern? Zum Beispiel dieses Auge dran machen. Das zweite. Wie hat Snake das Solid Eye? Es hat drei Bandagen. Das eine ist unter seinem Stirnband lang geführt. Wie hat er das da dran gemacht, um das Stirnband abzumachen? Man hat es nicht gesehen. Die Kamera hat genau da weggeschwenkt. Schade. Und das dritte. Wie passen so viele Waffen in den Mark II? Das wird noch ein Story-Schwerpunkt sein. Beziehungsweise ein Spielelement-Schwerpunkt. Okay, Mark II Pistol. 22er Pistole mit Schalldämpfer, feuert Betäubungsgeschosse. Außerdem noch Operator, eine 45er Automatikpistole. Und Mehrzweckbrille, das Solid Eye. Mit den Funktionen zahlreicher optischer Geräte. Liefert dem Träger viele taktische Daten. Die Organisation, zu der ein Soldat oder Angriffsfahrzeug gehört, wird im farbigen Text angezeigt. Ein blauer Text kennzeichnet einen Verbündeten. Eine Farbe ähnlich wie Rot kennzeichnet ein feindliches Ziel. Oh, wow, der Mark II. Habe ich jetzt nicht vorgelesen. Den können wir gleich noch steuern. Beziehungsweise im nächsten Part. Denn ich speichere hier ab und mache hier erstmal ein Ende der Aufnahmesession. Und bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part von Let's Play. Was sind das eigentlich für Speicherdateien? Bei Let's Play Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Dragline is over and out. Kommentiert fleißig. Auch über Sachen, die ich vielleicht noch vergessen habe zu erwähnen. Dragline is over and out. Tschüss.